Hallo und herzlich willkommen zu. Boah, ich will wieder Minecraft sagen. Zu Let's Play Skyrim in Hübsch. Wir sollten weitergehen. Ja. So, komm mit. So, wir sind dabei, diesen S-Bären zu eskortieren. Und zwar wohin? Zum Tor. Das bedeutet, wir müssten nach da. Ja. Also hier hoch. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Hier gibt es schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Boah, du hast sowas von Probleme, Esbern, ne? Ich steck mal meine Waffen weg. Ich geh mal ganz normal weiter. Schmuckstücke wie nur die legendären. Warte mal, da will jemand Rüstung. Unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxe. Darf ich euch einige edle Waren? Werft einen Blick darauf. Nur mal eben kurz alles Mögliche verkaufen, ne? Was kann ich denn hier alles verkaufen? Ach ja, den orkischen Bogen. Schaden 17. Oh. Den habe ich jetzt verkauft. Das war jetzt etwas dumm. Egal, eine Silberkette kann ich verkaufen. Schön. Handschuhe des Faustkämpfers. Die behalte ich mal lieber. Davon verkaufe ich jetzt nichts. Da auch nichts. Davon auch nichts. Davon auch nichts. Aber so einen Amethyst könnte ich verkaufen. Sonst, ja, war's das. Behaltet die Straße im Auge. Ich halte mich da raus. Hey, jemand muss etwas unternehmen im Kampf. Hey, so Da seid ihr ja. Der Wieso? Der Dalmor reicht weit. Wieso greifst du mein lieben Dings an? Zeig mir die Not. Aha. Ich muss erstmal hier drauf gehen. Dann zeig mir mal die Notiz. Was stand da drinne? Zavirus Notiz. Ich habe den Grund, guten, als in den nächsten Tagen in Riften eintreffen wird. Zwar. Aber die hat absoluten Vorrang. Die üblichen Vorschriften, wonach keine. Ist gelten nicht. Ihr wendet nur. Ohne mit Sanktionen rechnen zu. Aha. Gut. Erstmal wieder ein neuer Zauberspruch. Hier bekommt ihr sie. Gut, dann. Schnell mal raus hier. Steck den Laden nicht in Brand, klar? Das ist auch eine gute Sache. So. Und jetzt sind wir endlich draußen. Aus Himmelsrand. Nein, nicht aus Himmelsrand. Aus Riften geflohen? Sind wir schon draußen? Ich hoffe es mal. Sonst rede ich nur Bullshit. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Scheiße. So. Wollt ihr reden? Schließt zuerst die Aufträge für Brynjolf ab. Oh. Da hat wohl jemand die ganze Stadt im. Ja, wie soll ich sagen? In der Hand. Wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, stimmt. L. Ich Idiot, wir müssen ja. Ach hier. Da können wir aber auch schnell reisen. Machen wir mal eher so, das geht schneller. So, Trägst eine verzauberte Waffe? Ach, da ist wieder mein Pferdchen.
Schön, dass du hier bleibst. Bist auch schon da. Da stand ein Hündchen mir im Weg. Ernsthaft? Jetzt? Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ihr müsst lauter reden. Ich bin auf dem rechten Ohr schwerhörig. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der gesagt hat. Egal. Wir sind jetzt wieder hier in schöner, in der schönen schlafenden Reise. Delphin. Genau. Ha, schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Mal sehen, was Esbern zu sagen hat. Die Klingen haben das Drachenblut stets geschützt und geführt. Aber den Grund dafür hatten wir vergessen. Nun liegt unsere Aufgabe klar vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Und ihr seid das Drachenblut. Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten. Und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Gut, also du musst mich führen. Es ist auch schön, euch zu sehen, Esbern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Orgnar, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Olger. Hat die jetzt neue Sachen hier drin? Schade. Lass mich mal als erstes runtergehen. Ich kann hier noch ein bisschen gucken. Ne, das habe ich ja schon gelesen. Aber, die ist leer. Steht doch da schon. Die ist auch leer. Und der große Sack ist noch voll. Gut. Dann redet und ich höre zu. Komm. Fangt an. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Esbern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht her, ich zeige es euch. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Verstehe ich nicht. Wisst ihr, wovon er redet? Psst. Nein. Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Esbern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Nein. Wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen.
Sucht es euch aus. Wir treffen uns da. Eure Entscheidung. Vielleicht ist es sicherer, einzeln zu reisen. So erregen wir weniger Aufmerksamkeit. Natürlich. Keine Sorge. Ich werde Esbern wohlbehalten dorthin bringen. Wir warten in der Nähe von Kartspitze auf euch. Viel Glück. Dankeschön. So, jetzt nochmal. Also, das verstehe ich schon mal nicht. Sky Heaven Temple, Tempel der Himmelszuflucht, Sea Ghost, Geistermeer. Ach, hier wären die ganzen... die ganzen Drachengrabstätten oder sowas hingestellt. Die verschiedenen Tempel. Okay. Ja. Gut, dann gehe ich noch mal kurz verzaubern. Oder eher gesagt entzaubern. Und zwar... ich nehme den Dolch der Feigheit. Hört euch. Ich komme wahrscheinlich nie mehr hierher zurück. Und die Handschuhe des Faustkämpfers. Darüber könnte man nachdenken. Gebt auf euch Acht, Orna. Lebt wohl. So. Ja, ja. Und, ihr auch, Delfin. Passt auf euch auf. Was nehme ich jetzt? Kann ich die leichten Lederhandschuhe vielleicht noch mit ein bisschen... Ich habe nur Magiker-Regeneration. Ich wollte aber eigentlich nur was anderes haben. So. Blitzschaden, Furcht, Magieschaden. Schade, kann ich nichts machen. Zerstörung verstärken. Waffenlos verstärken. Aha. Waffenlose Treffer. Ne. Schade. Kann ich nichts drauf machen. Verzauberung abbrechen. Ja. Wie schade. So. Dann kann ich ja noch in die Objekte gehen und meine Trankzutaten essen. Anfällig für Magie, unbekannt, Giftresistenz und hier Magieresistenz. Gut, Gesundheit senken. Ja. Oh, das war wahrscheinlich nicht ganz so gut. Mal gucken, was wir hier jetzt an Waffen drauf haben. Ja. Was ist das? Was ich da die ganze Zeit bekomme? Ich weiß es nicht. Kann ich das durch neues frisches Obstessen irgendwie wegbekommen? Habe ich aber nichts von. Muss ich mal fragen. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Ja, gerne. Gib mir Äpfel. Potato-Soup. Light Snack. Nichts. Fisch. So. Gut, dann versuche ich das mal so. Objekte. So, und jetzt mal bei Magie gucken.
Geil, ich habe die wirklich... Gut, ich muss also tatsächlich was essen. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Ja, aber Delphine gehört euch der Laden nicht mehr. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ja, dann, nehme ich mir mal so ein bisschen hier was mit. Nein, nichts. Aber so eine Fischsuppe ist doch gut. So eine Milch ist doch gut. Medium Meals. Das ist doch auch gut. Medium Meal. Und Weizen nehme ich auch mal was mit. Genau. Also gut. So, und ab nach draußen. So, und ab hier würde ich wieder sagen, obwohl wir, naja, wir haben fast nicht sehr viel geschafft. Aber ich würde trotzdem sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein.